Tierschützer und Politiker haben die Tötung einer Bärin in der Nähe eines Nationalparks in Mittelitalien scharf kritisiert. Das Tier war am Donnerstagabend am Stadtrand von San Benedetto dei Marsi erschossen worden, teilte die Verwaltung des Nationalparks Abruzzen, Latium und Molise am Freitag mit. Das Muttertier hinterlässt zwei Jungtiere, die nun gesucht werden. Die Polizei habe den mutmaßlichen Schützen identifiziert, hieß es weiter. Es war nicht klar, warum der Bär erschossen wurde. Bärenjagd ist in Italien gesetzlich verboten. Das Muttertier war bereits vor einigen Tagen mit den Jungen in der Stadt gesehen worden. Sie war als Amarena bekannt, benannt nach den schwarzen Kirschen, die sie fraß. Der Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise beherbergt rund 50 sogenannte marsische Braunbären, eine nur in Mittelitalien vorkommende Unterart der Braunbären. Der Aufruhr über den Abschuss der Bärin folgt auf einen Vorfall im April, als ein Bär einen 26-jährigen Läufer in Norditalien tötete. Damals stritten Behörden und Umweltschützer über den richtigen Umgang mit den Tieren.